So, hi, hier ist der Ethan. Hier ist mein Einhell-Rasenmäher, der seit ein paar Wochen nicht benutzt wurde. Ich habe den Ende März 2017 gekauft. Jetzt haben wir Anfang Oktober 2017. Der ist also etwas über 6 Monate alt. Der lief die ersten paar Monate wunderbar, immer sofort angesprungen, aber zunehmend immer schwerer angesprungen. Und jetzt möchte ich einfach mal zeigen, wie schwer der inzwischen jetzt anspringt. So, das ist ein... Da kann man mal sehen, welcher Typ das ist. Einhell 5 in 1 Technology Air Cooling System Low Emission Series, bla 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 bla. Jo. Mal gucken, Typenschild. Leider nicht so gut zu erkennen auf der Distanz. Na gut. So. Wir haben ja ein Quick Starter System. Und laut Anleitung, der hier sogar aufgedruckt ist, 3-mal auf diesen Knopf drücken, der Primer, also um ein bisschen Benzin durchzuspülen, den Hebel ziehen auf die Run-Stellung und dann den Starterzug ziehen. Ja, als das Ding neu war, hat es ja auch wunderbar funktioniert, so die ersten paar Monate, wie gesagt. Okay, so, wir gucken natürlich vorher, ob auch genug Benzin drin ist. Also was heißt genug? Ja. Ja, ist was drin. Das reicht. Halb voll würde ich ungefähr sagen. Gehen wir wieder zu. So, Ölstand habe ich natürlich auch vorher nachgeguckt. Hier ist der Ölstand. Alle Rillen, die bedeckt sein sollen, sind feucht. So, dann muss ich ja jetzt nur noch 1, 2, 3 draufdrücken und schon sollte es hier abgehen. Hier. So, ich stelle das Ding hier mal kurz hin und fange mal an zu ziehen. Zumindest ein bisschen nach Benzin. Ich habe jetzt leider vergessen mitzuzählen, aber ich habe hier so an die 15 Mal ungefähr rein. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mal gucken, ob das hilft. Ja, und ja, ich habe immer schön diesen Griff hier. Wenn ich das nicht ziehen würde, würde er gar nicht richtig durchdrehen. Zählt jemand mit? Sind wir schon bei 30 oder so? Ja, die Zündkerze ist jetzt auch fest. Kurz den Stecker abziehen. Und dann
wechseln. Und runter gucken. Ne. So, alles frei unten. Doch ein paar Mal drücken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich hasse Startautomatik. Startautomatik. Automatik macht einfach nur automatisch falsch. Du kannst ja nichts mehr einstellen hier. Keinen Choke regulieren. Einmal gefeuert oder so? Eigentlich wollte ich zeigen, dass es ungefähr 50 Mal ziehen dann irgendwann endlich anspringt. Das ist nämlich meine Erfahrung vom letzten Mal. Aber ne, das Ding geht jetzt zurück. Da ist das Typenschild. Na?
Ja, um den. Doch, und den klappt auch. Da. Stell doch mal scharf hier. Na gut, hoffentlich kann man es erkennen. Nee, das war natürlich auf dem Kopf. Naja. Tut mir leid, geht nicht anders. Ah, hier.